Freunde, wir sind zurück bei Batman Arkham Origins hier bei mir auf Thor's Hammer Gaming und wir haben einen Stufenanstieg erreicht und den machen wir doch zuerst, bevor wir weitergehen. Ja, wie viele Punkte gibt es? Einen Verbesserungspunkt. Ja. Also wir könnten jetzt, wie gesagt, bei Nahkampfverbesserungen eins dazu tun oder bei unsichtbare Jäger oder bei unterstützende Verbesserungen und mal gucken, ob wir da schon was frei haben. Nee, unterstützende Verbesserungen sind natürlich alle noch gesperrt, ja. Also können wir da nichts dazu tun und dann gehen wir doch mal auf unsichtbare Jäger. Mal gucken, ob wir da was dabei machen können. Ja, der verstärkte Kleidangriff, den könnten wir doch nehmen. Ja, den nehmen wir doch auch. Gut. Also, wir sollen jetzt hier, Freunde, durch diese Tür gehen, nehme ich an. Ja, nachdem wir ja hier in der letzten Folge den Electrocutioner platt gemacht hatten, ja, und wähle deine Waffe. Naja, Schwerter gibt's hier, Baseballschläger, wir sind Batman, wir brauchen davon nichts, ja. Wir sollten einfach weitergehen und das Büro des Pinguins finden. Dann gehen wir mal hier die Treppe hoch. Schauen uns nochmal diesen Kerker da an, wo wir den Electrocutioner platt gemacht haben und jetzt geht's wohl da hinten irgendwo weiter. Da steht Exit. Last Exit sozusagen. Exit ist, ne? Ihr wisst, was Exit bedeutet. Ausgang natürlich. So, Zugangskorridor zum Deck. Da geht jetzt die Treppe runter. Mal gucken, wo es dahin geht. Da unten? Keine Ahnung, da liegt nur eine abgebrochene Leiter. Schauen, ob es hier oben irgendwo lang geht. Ne, die Tür sieht zu aus. Hier oben. Ja, da ist auch abgeschlossen, also müssen wir wohl doch darunter. Naja, komm auf, hopp. Los. Hopp. Er will nicht. Batman möchte nicht so wie ich, Freunde. So, jetzt aber. Jetzt sind wir doch hier unten und hier unten geht es jetzt definitiv irgendwo weiter. Ja. Hopp. Ja, ganz toll. Wir natürlich ins Wasser gehüpft. Ah, jetzt geht es da oben wieder hoch. Jawohl, jetzt haben wir diese verschlossene Tür hinter uns. Gut. Und jetzt sind wir auf Deck 3. Wieder eine Treppe. Und wieder eine Tür. Ganz schön staubig. Jetzt sind wir im Kesselraum. Könnte auch warm sein hier. Wir waren doch eben schon mal im Kesselraum. Da kommen wir doch her. Hallo? Bin ich jetzt tatsächlich denselben Weg zurückgekommen? Ja, bin ich. Okay. Gut, dann eben nochmal. Aber sowas gehört dazu. Es gibt hier auch irgendwie keine Karte, würde ich behaupten. Hab. Wir müssen ja nur da durch diese Tür da durch. Ah, und hier müssen wir rutschen. Ah, ja, müssen wir unten drunter rutschen, okay. Ja, da ist er natürlich nicht durchgerutscht. Ist heute Morgen ein wenig kompliziert. Obwohl, was heißt heute Morgen? Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht. Ja. So, nur aber. Los, lauf. Jawohl. Ja, das wissen wir auch nicht, Tracy, was der Pinguin mit uns anstellen wird, aber wir werden doch hoffentlich zuerst mal was mit dem Pinguin anstellen. Oh, hier ist einiges im Argen, Freunde, weil hier ist es ziemlich gefroren. Also könnte sein, dass wir entweder Mr. Freeze oder dem Pinguin näher kommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo geht's denn hier überhaupt weiter? Irgendwo da oben, jawohl. Ne, da sind wir hergekommen. Da sind wir hergekommen. Also, ihr könnt sicher sein, dass ich mich hier tierisch verlaufe. Ja. Ich hoffe, ihr findet das alle recht witzig. Wie ich hier so fehle.
Da kamen wir doch her. Oder kamen wir nicht daher? Doch, also irgendwie rutschen wir immer hier runter. Aber da können wir nicht ran. Da können wir nicht hoch. Nee, wir können nur da wieder hoch, wo wir hergekommen sind. Und irgendwie finde ich das jetzt gerade ein wenig blöd. Muss ich euch doch sagen. Also hier geht es nicht viel weiter. Ja, wenn man wüsste, wo es weitergeht, würde man das ja auch tun. Aber man weiß es eben nicht. Ne? Muss ja hier irgendwo, muss das ja weitergehen hier. Kann ja wohl nicht sein. Was gibt es da unten? Nichts außer einen großen Ventilator. Großen Ventilator. Also ich finde gerade den Weg nicht, Freunde. Ich schneide hier mal kurz und wenn ich den Weg gefunden habe, bin ich direkt wieder da. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe den Weg gefunden. Also man muss sich hier durch diese Eiswand durchsprengen mit dem Explosivgel und genau das machen wir jetzt auch. So. Ja, die Fledermaus ist hier, Freunde. Die Fledermaus sucht gerade einen Weg, um euch zu vermöbeln und aufs Maul zu kloppen. Und wir hoffen, dass wir das schaffen, wenn wir den Weg denn irgendwann finden. Aber hier ist abgeschlossen. Da ist es, komm. Batman. So, Tür verschlossen, das haben wir jetzt auch gesehen. Das heißt, es geht wohl da lang. So, dann hangeln wir mal hier rum, bis wir den Greifhaken einsetzen können. So, dann sind wir da oben. Das sieht im Film immer sehr einfach aus, ist es aber nicht, kann ich euch wohl behaupten. Da lang. Jawohl, da sind doch zwei. Hi. Bams, weg mit euch. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, sicher sind wir noch auf dem Schiff. Was dachtest du denn, Tracy? Dachtest du, wir gehen einfach wieder? So eine nette Weihnachtsparty hier. So, wir sind auf dem Oberdeck. Wir haben das Oberdeck dieses alten verrosteten Kahns erreicht. Und hi, ich breche in diesen Rosteimer ein. Na, Jungs, guten Tag. Du kriegst überhaupt keinen Schuss, Kollege. Bam und bam. Und aufs Maul. Steht er nochmal auf, kann ja wohl nicht sein. Los, weg. Bam. Bist du sicher?
Ja, wenn man wüsste, wo es lang geht, dann schauen wir mal, machen wir mal Detektivsicht, ob wir hier irgendwo durchkommen. Weil das war nämlich eben bei der Eiswand auch so. Irgendwie seltsam, dieser Strom da oben gefällt mir nicht, aber irgendwie muss man ja auch in das Casino reinkommen, Freunde. Na, Hinweisschildern gucken. Restaurant, Upper Deck, Gift Shop, Pool. Ja, wir sollten, glaube ich, ins Upper Deck. Nur wie kommen wir da durch? Das ist die andere Frage. Ah, da oben. Da oben. Gut. Alles klar, da haben wir es doch schon wieder gefunden. Dann wählen wir jetzt den Haken aus, die Bad Claw. Haben wir angewählt, so. Und Feuer. Und ziehen, Batman, komm, zieh, setz Kraft ein. Jawohl, passt doch. Und rauf da. So. Die Musik ist recht stimmig, passt nicht gerade zu Weihnachten, aber irgendwie müssen wir. Ah ja, da. Ich hab's gesehen, da ist ein Luftschacht, da können wir durch. Also ich hoffe, es gefällt euch, wie ich das hier spiele. Ja. Und hoffe, ihr habt weiterhin Spaß daran. So, rein da, rein in den Luftschacht. So, geht da eingetreten. Und weiter geht's. Ja, demnächst kann ich euch noch einen kleinen Ausblick geben. Also demnächst. Oh, Happy New Year. Ist schon alles gerichtet für Silvester. Ja, wie gesagt, also bevor wir da jetzt aber ins Casino reingehen, Freunde, bevor wir da jetzt ins Casino reingehen, ich mache noch ein bisschen weiter, weil sonst wäre die Folge wieder zu kurz, wollte ich euch noch einen kleinen Ausblick geben auf das, was demnächst kommt. Ab Mitte November, Freunde, bei mir auf meinem Kanal auf Thor's Hammer Gaming, definitiv Assassin's Creed Rogue, ja, für Xbox 360, ja, und PS3, das ist das letzte Assassin's Creed, das für die Old-Gen-Konsolen erscheint. Und ich werde das auf jeden Fall mit euch zusammen zocken und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wenn euch gefällt, was ich bisher so gemacht habe, dann gebt meinem Kanal gern ein Abo. Ja, da freue ich mich immer drüber. Und wie gesagt, bei mir täglich neue Videos. Und jetzt gehen wir mal da ins Casino rein und gucken mal, ob diese Schlampe uns zu Pinguin führen kann. Oh, sieht toll aus. So, da unten sind. Ja, der hat mich gesehen. Komm her. So. Ein Funkgerät, sehr schön. Das können wir uns die Speicherkarte des Funkgeräts. Da ist sie ja. Na, kommt her. Kommt her, ihr Nasen. Das. Ja, die probieren es ja, die probieren es ja, mich zu erledigen, aber ich werde ihnen mit Sicherheit nicht die Gelegenheit dazu geben, mich zu erledigen, weil ich will ja das Spiel durchspielen, Freunde, und nicht hier im Casino nach dem ersten Level schon scheitern, wo wir doch den Electrocutioner so schön platt gemacht haben letzte Folge. Ich hoffe, ihr habt das alles gesehen. Wenn nicht, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Ist in der Playlist und auch als Einzelvideo zu sehen. Ja. Und diese Folge nennen wir dann doch Casino-Prügelei, würde ich behaupten. Ja? Ah, der schießt. Es ist schon Weihnachten. Die brauchen Weihnachten nicht mehr zu erleben. Die erleben gerade Weihnachten. Was mich zu einem Scherz bringt. Wann verbringen sie Weihnachten? Haha.
Bam, 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 bam! Und jetzt den Typ mit dem Messer ausschalten. So, zehnfachen Multiplikator gesammelt. So, Freunde. Und bevor wir jetzt hier weitergehen auf der Final Offer, mache ich nochmal eine kleine Folgenpause. Ja? Also, wir haben eine Wertung C gekriegt. Die Bedrohung war extrem. Kein Stufenanstieg, ja? Was ich gar nicht verstehe. Ja, jetzt müssen wir uns nämlich hier irgendwie den Weg suchen, wie es hier weitergeht. Über das Theater. Ja? Gut, dann gehen wir doch mal Richtung Sicherheitsbüro. Aber wie gesagt, das alles machen wir nächste Folge. Oh, hier liegt eine Menge Kohle. Ja, aber Batman braucht ja keine Kohle. Der ist ja selber reich genug. Ne? Und ich hoffe zwar, auch wenn ihr reich seid, dass ihr mir die nächste Folge wieder zuschaut, Freunde, wenn es wieder heißt Let's Play Batman Arkham Origins hier bei mir auf meinem Kanal auf Thor's Hammer Gaming. Macht's gut, Freunde. Tschüss, bis